Es wirkt wesentlich souveräner jetzt, was er da macht. Gefährlicher Angriff mit dem tiefen Seonage. Konditionell haben beide Kämpfer nicht mal zu viel zuzusetzen, wie ich das so sehe. Und nochmal ein tiefer Seonage. Ja, misslingt aber leider auch. Das ist natürlich im Bodenkampf jetzt alles Zeit für den Schweriner Judoka. So, jetzt kommen wir zu der Endphase des Kampfes. Viel Zeit kann nicht mehr nach sein. Aber wie gesagt, es kann immer noch mit Ippon vorzeitig auch durch den Kämpfer im weißen Jirugi beendet werden, wer hier jetzt für ein Ochigari dort einen Yoko erhält. Oh, aber eine ganz gefährliche Situation jetzt. Ja, wir versuchten, so Migaishi anzusetzen und es kommt zu einer Bodenkampfsituation. Hoffentlich kann er das Bein klammern. Solange das Bein geklammert ist, kommt es nicht zu Osakumi, sprich einer Festhalte. Und das ist hier auch der Fall. Ja, es geht weiter im Stand. Ja, und die letzten Sekunden, hier ist der Kampf vorbei und damit gewinnt diesen Kampf das PSV-Team aus Schwerin. Und der Sieger heißt Ben Malwig. So, Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Hier steht der Björn Schöller für die Schweriner auf der Matte.
hier hat der Sportsfreund Schüller sich jetzt so ein bisschen auf dem Haragoshi aufgehangen dort. Der Potsdamer Sportler erhält dafür einen Yuko und der Kampf wird unterbrochen, um ein auftretendes Nasenbluten dort zu behandeln. Die Behandlung selber ist auf der Matte nicht gestattet, aber eben so eine kleineren Verletzung, wenn der Sportler sich da selber helfen kann, dann ist es statthaft und dann geht der Kampf, sobald die Blutung gestillt ist, dann weiter. So, der Kampf kann weitergehen. Der Versuch mit Seonage dort zum Ziel zu kommen, ist aber zu weit weg gewesen. Ein Angriff mit Coach Makikomi, aber leider nicht gut genug vorbereitet.